Ihr habt ja gehört, der Bauer aus der Mark, was mein Kollege schon gesagt hat. Ich bin dafür, dass wir Naturschutz machen, allen drum und dran. Weidewirtschaft soll abgeschafft werden, weil ja weniger Tiere gebraucht werden, weil ja der NABU darauf besteht, dass wir noch weniger Fleisch essen und so weiter. Aber die Biodiversität nimmt durch durch die Halbierung oder Abschaffung der Tiere ab. Genauso wie er gesagt hat, ja, wenn wir ja nun alle Tiere abgeschafft haben, brauchen wir ja keinen Dünger mehr und wir brauchen überhaupt keine Chemie mehr und damit werden wir trotzdem alle satt. Jo, Biodiversität nimmt ab, weil wir keine Weidetiere haben, weil wir zum Beispiel die Wiesen nicht mehr bewirtschaften. Bestes Beispiel der Storch. Hier nebenan sind ja Leute, die beobachtet seit 30 Jahren, seitdem der NABU wirksam ist hier, dass sie keine Störche mehr haben. Weiter drüben, wo noch die Flächen einigermaßen zeitlich gemäht werden, erster Schnitt im Mai und so weiter, dann kommen die Störche. Im Juni nochmal geschnitten, dann kommen die Störche. Warum? Weil das Gras kurz ist und die Tiere, die der Storch braucht, zum Beispiel Maus, Frosch und so weiter, kann er sich in dem kurzen Gras oder auf der kurzen Grasnarbe suchen und finden. Heuschrecken, ja, frisst ihm halt alles. Und was machen wir jetzt mit den hohen Wiesen? Das beste Beispiel da unten, die Anwohner sagen, ja, wir haben doch keine Störche mehr und die Bauern machen alles tot. Nicht der Bauer macht die Flächen tot. Das sind unsere Naturschützer, die unsere Flächen denn einfach reglementieren durch die Politik, wo sie ja auch mit drin sitzen als Berater und dann solche Sachen aufzählen. Wir müssen ja Leguminosen anbauen und so weiter. Ackerbaulich mag das alles sein, aber es gibt phytosanitäre Zeitspannen, die wir einhalten müssen und dann kann nicht jeder sein Lupinenschnitzel dieses Jahr kriegen. Denn du bist erst nächstes Jahr dran oder übernächstes Jahr. Weil Lupinen 6 Jahre Anbaupause, Erbsen 6 bis 7 Jahre Anbaupause. Tja. Und vom Klee, den wir als Leguminose anbauen sollen, um Getreide, Stickstoff zur Verfügung zu stellen, ist die andere Frage. Er hat in dem Interview, also dieser NABU-Chef hat gesagt im Interview, wir müssen den Humusgehalt unserer Böden anheben. Ja. Dafür müssen wir noch mehr Stellen schaffen. Jeder Bauer weiß, Humus hält Wasser. Und deswegen wird er den auch nicht senken. Er ist immer bestrebt, durch Zwischenfrüchte und so weiter den Humusgehalt anzuheben. Alle Leute, die gerade ausdenken können, dürfen jetzt kommentieren. Alle anderen, die ein bisschen an der Krücke gehen beim Denken, dürfen denn ruhig sein. Bis denn, der Bauer aus der Mark.